Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Watch Dogs. Folge 10, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertan habe. Ich habe schon mal die nächste Hauptmission auf der Karte markiert. Und hier steht auch schon ein geiles Fluchtauto, habe ich mir nicht bestellt, stand einfach hier. Ich steige jetzt mal ein und fahre auch mal gleich los. Dieser geilen Sound. Oh. In der ganzen Stadt tauchen ungewöhnliche Graffitis auf. Unser cool. Technikexperte bei WKZ hält sie für Barcodes. Hat ein bisschen was von Zurück in die Zukunft 3. Der DeLorean, ich kann auf Schienen fahren. Ja, Leute, bei mir gibt's immer was zu lachen. Ich bringe hier immer was ein in meine Let's Plays von Filme und Zitate. Boah! Boah! Naja, ich und fahren hier. Ich muss jetzt hier rechts rum. Genau, ne, es hat auf jeden Fall was von Zurück in die Zukunft 3. Finde ich. Gut. Nein! Boah, das mit der Kamerasicht. Wir wissen ja nur, wie wir es beheben können. Von daher. Ah, guck mal, die wissen schon, ich fahre hier lang, mache ich mal gleich Platz. Der Laster ist nämlich gleich ausgeschert. Noch knappe 900 Meter. Wir brettern hier mit voller Geschwindigkeit über den Freeway. Boah! Na, geht doch mal. Da wäre wieder ein Gang versteckt, was ich infiltrieren könnte. Aber machen wir ein andermal. Oh. Ja, das war jetzt wirklich beabsichtigt, die Ampel mitzunehmen. Das muss ich echt dazu sagen. Sonst bretter ich da ja immer aus Versehen gegen, weil ich nehme irgendwelche Passanten mit. Aber das ist eben voller Absicht. Gib Gas! Boah! Boah. Gut. Ah, ein Stoppschild. Sorry. Aber ich und die Stoppschilder, wir haben hier immer noch eine offene Rechnung. Was? Wo sollt ihr gehen? Ach, dahin. Oh ja. Okay, warte mal. Hast du ein bisschen Cola auf deinem Konto? Wie viel? $1000. Na gut. Oh, da hinten ist noch eine Sehenswürdigkeit. Sorry, muss ich kurz mitnehmen, wenn ich schon mal hier bin. Ich will nämlich irgendwann mal alle haben. Okay. Wie viel haben wir jetzt? 40 von 100, na gut. Notdürftig heißt Mission 06, okay. Na denn, los geht's. Damit du es weißt, du bist ab sofort nicht mehr auf meinem Raster. Rossi Fremont, Sie hatten so viel vor mit dem Viertel. Gebracht hat's nur, dass jetzt alle Banden unter einem Dach sind. Von der Stadtteilgemeinschaft bleiben nur noch Wohnblockgemeinschaften. Was ist mit den anderen? Die spielen mit oder ziehen weg. Ich werde mich mal umsehen, herausfinden, was die so machen. Ei, Karamba. Da sehe ich ja schon wieder auf der Karte, da steppt ja mal so richtig der Bär. Die feiern da wahrscheinlich eine Party ohne mich und ich habe keine Einladung. Der Peak zeigt irgendwo hier hin. Was? Die Typen haben das zu einer Festung ausgebaut. Allein komme ich da nie rein. Okay. Ich schleiche mich in ihr Netzwerk. Und dann können wir einen Blick hineinwerfen. Habt ihr das gesehen? Der hat sofort mitbekommen, dass ich die Waffe gezogen habe. Der Idiot hier. Da sind auch zwei. Den lenke ich jetzt mal ab. Schon wieder deine Alte? Sag ihr, ich komm gleich mal rüber. Ich schwöre, ich hab's ausgeschaltet. Okay, Jungs. Okay, da dreht sich um. Ich versuche mir den jetzt einfach mal hier zu schnappen. Okay. Den ersten Lappen haben wir auch schon mal ausgeschalten. Da hinten läuft noch der andere. Ich versuche das jetzt aber mal Assassin's Creed-mäßig zu machen und mich ein wenig anzuschleichen. Die Frage ist nur, wie weit wir wieder kommen. Guck, guck. Oh. Da hinten ist auf jeden Fall auch einer. Und da hinten ist dann auch einer. Und der läuft auf jeden Fall erstmal nach da. Der guckt jetzt nicht in meine Richtung, aber wenn ich ganz viel Glück habe. So, den lenke ich jetzt erstmal ab. Verpasse ich ihm eine, werde natürlich jetzt wieder entdeckt.
Ist ja klar. Aber hey, whatever. Den spreng ich jetzt in der Luft. Und tschüss. Ich war's nicht. Oh, tut mir das leid. Na, ah, für den Jump gibt's nur eine Haltungsnote von 3,0. Okay, da hinten sind wir irgendwo Scharfschützen. Na, warte mal, Freundchen. Du willst dir hier ein Battle liefern mit einem Scharfschützengewehr? Das können wir mal ganz anders machen. Und tschüss. Was? Wer hat mich denn jetzt hier unter Feuer? Der da hinten, oder was? Also ganz ehrlich, ich muss auf jeden Fall erstmal die Scharfschützen hier loswerden. Und zwar den da hinten. Okay, Entdeckung. Den habe ich aber immer noch nicht erwischt. Ich muss die Scharfschützen loswerden, es bringt alles nicht. Okay, wenn der jetzt ballert, baller ich. Komm schon. Oh, es geht gar nicht. Na gut. Denn halt eine Splittergranate zu dir, Freundchen. Fangen wir damit an. Wo sind die hingeflogen? Jetzt komm ich dir dahin. Jetzt kommst du her? Echt? Das will ich aber sehen. Guck, guck. Yo, ich hab ihn. Oh! Mensch, da seid ihr schon mal zu zweit. Ist ja auch egal. Ey, das ist ja hier nicht wahr, oder? Halbautomatisches Scharfschützengewehr. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit den Dingern. Die Frage ist nur... Ey, ich muss die Scharfschützen da loswerden. Hallo. Okay, der ist schon mal Geschichte. Jetzt haben wir noch den anderen Löffel. Da hinten. Okay, der ist jetzt auch endlich mal weg. Ey, das hat ja ewig gedauert. Hallo. Mal gucken, ob wir noch ein paar Piloten sich irgendwo verstecken. Wo kam denn das bitteschön her? Ah ja. Gucke mal an. Guck, guck. So, die anderen schalte ich jetzt hier auch noch aus. Die befinden sich da hinten. Oh nee. Für euch habe ich was ganz Feines. Und zwar meine schönen Annäherungs-USE oder USV heißen die ja. Die können wir richtig weit werfen. Naja. Weit ist hier relativ. Ist auch egal. Ich hack das jetzt hier erstmal. Irgendwie. Okay, ein Terminal haben wir schon mal deaktiviert. Da hinten kommen die anderen. Gucken wir mal, ob ich die erreiche. Jawolli. Okay, jetzt haben wir die Toiletten hier schon mal weg. Das heißt, wir haben jetzt freie Sicht. Aber wisst ihr was, Leute? Die Mühe mache ich mir ja nicht. Und schieße hier hinten auf euch. Baller euch so weg. Ah ja, guck mal an. Na komm raus. Oh, die sind direkt hier um die Ecke. Nein! Haut ab! Genau, Double KO, sag ich nur. Gut. Da hinten sind noch die anderen. Pfandkuchen. Und die versuche ich jetzt mal wirklich mit dem Granatwerfer auszuschalten. Ja, so richtig weit komme ich damit aber nicht. Ich würde gerne noch meine USV irgendwie da versuchen, noch da irgendwie hinten unterzubringen. Weil wenn die denn doch mal da lang kommen, dann war's das für die. So, jetzt habe ich mich hier erstmal abgedeckt und versuche jetzt die anderen Luftpumpen hier hinten auszuschalten. Komm schon. Komm hoch, komm. Ah, fast. Hast du ein Glück, Junge. Hast du ein Glück. Ich muss näher ran. Okay, wie ihr seht, sind hier meine Bomben. Ich habe mich hier schon mal eingedeckt. Wo sind denn die Lappen? Da ist einer. Da war einer. Ne, der ist immer noch da. Echt? Habe ich den erwischt?
Den habe ich immer noch nie erwischt. Alter Falter, habt ihr 7 Leben? Das machen wir anders. Ihr wollt ja was von mir. Dann kommt doch her. So, wir haben hier noch 7 Schuss, Leute. Jetzt müsst ihr euch ja mal einig werden. Wer jetzt hier? Den habe ich auch nicht erwischt. Ich muss näher ran. Ah, das war so eine Bombe. Und ich habe mich selbst mit meiner eigenen Bombe hochgejagt. Wie kann man nur so glatt sein, Alter? Das gibt's doch gar nicht, ey. Ach, Mensch. Na, egal. Ganzen Spaß. Nochmal machen. Damiens IP zeigt irgendwo hier hin. Die Typen haben das zu einer Festung ausgebaut. Allein komme ich da nie rein. Okay. Ich schleiche mich in ihr Netzwerk. Und dann können wir einen Blick hineinwerfen. Oh, ich hole mir mal noch ein Eis. Ach, naja. Mal wieder ein Fail, ne? Was soll es? Hab keinen von den Bauarbeitern zurückkommen sehen. Die Helme schützen ja auch nicht von der doppelläufigen Flinte. Ich war hier, Zarecki, nachjagt. Ich hab... Ist egal, jetzt sind die Jungs hier auf mich aufmerksam geworden. Was soll es, ne? Kuckuck. Der hat gar nicht gesehen, wo es herkommt. Der eine Typ hier. Die haben wohl immer noch keine Verstärkung gerufen. Auch cool. Okay, ich schnapp mir mal den hier. Guckt jetzt in meine Richtung. Kuckuck, da bin ich. Okay, und drüber hier. Wir wissen ja nur schon, wo die Loppen stehen. Wow, hier haben wir schon wieder unter Feuer. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Weg, 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 weg. Nee. Deckung, hier. Such die Deckung, Aiden. Okay. Gut, denn nochmal die Typen ausschalten. Bringt ja alles nichts. Da haben wir den ersten. Oh, was ist denn das bitteschön für ein Scharfschützengewehr? Der ist schon mal hin. Der ist auch hin. Dann müssen wir noch da oben den anderen Scharfschützen ausschalten. Der befindet sich da. Komm schon. Voll zwischen die Augen. Okay. Mist, da hinten kommen jetzt ein paar Typen. Die hätte ich jetzt gerne mit dem Granatwerfer schon ausgeschalten. Das sind nämlich alle, die da kommen. Jetzt habe ich nämlich ganz viele auf einem Haufen. Passt mal auf, Leute, ich komme einfach zu euch. Warum immer so weit wegrennen, ne? Nicht? Ich habe noch ein paar schöne Splittergranaten für euch. Passt mal auf. Und tschüss. Ja, ein paar kann ich ja auch schon ausschalten. So. Kommt, ein paar haben wir noch. Echt nicht? Aber du bist ja ein ganz cleverer, oder? Und? So, wie viele Lappen haben wir jetzt hier noch? Da hinten ist schon mal einer. Der ist jetzt Geschichte. Oh, 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 ich muss hier weg. Aiden! Oh, was bist du denn? Ey, das gibt's doch hier gar nicht, oder? Das ist doch jetzt hier nicht wahr. Ey, es ist doch echt nicht wahr. Mann, jetzt habe ich mich in einem Auto versteckt. Alter, bin ich ein Idiot. Mann. Fail Nummer 2. Aller guten Dinge sind 3. Wie dem auch sei. Damiens IP zeigt irgendwo hier hin. Ah ja. Die Typen haben das zu einer Festung ausgebaut. Allein komme ich da nie rein. Okay. Ich schleiche mich in ihr Netzwerk. Und dann können wir einen Blick hineinwerfen. Genau. Ich mache nochmal einen kurzen Break. Bis gleich. Ich lösche jetzt alles aus, was ich sehe. Die beiden Typen hier zuerst. Mir völlig egal. Schnappe ich mir das Früchtchen dann da hinten. Was soll ich denn hier machen? Ich renne jetzt hier einfach nur noch durch. Kenne ich nichts. Wie kann der dann da noch... Ich wollte gerade sagen, wie kann der denn da noch stehen?
Bitteschön. Was willst du denn? Für dich halt hier auch noch was Feiner, pass auf. Wie immer. Ne? Die anderen kennen ja die Granaten schon. Bitteschön. Hallo. Aiden, schieß doch mal. Also, was ist denn mit ihm? Ja, jetzt bin ich wieder hin. Na toll, oder was? Eine Frage. Warum hast du nicht geballert, du Idiot? Natürlich. Die Flachzange kassiert hier noch 4-5 Kopftreffer und läuft da immer noch weiter und holt sich danach ein Eis, oder was? Was geht denn hier, bitteschön? Also ehrlich mal. Scharfschützengewehrin. Die Lappen ausschalten da oben. Oh, jetzt haben wir natürlich eine Pistole drin. Auch geil. Jetzt aber los ran hier, du. Oh, ja, natürlich, wa? Das Gewehr hat jetzt wieder nicht den richtigen Zoom, oder was? Will er mich hier rollen? Das ist sehr langsam, das ist hier voll Schikane. So, der ist schon mal hin. Fehlt noch der eine Scharfschütze da oben. Rollen? Ey, das ist... Ey, ihr habt's gesehen, oder? Ich hab dreimal raufgeballert. Der Typ steht immer noch da oben und winkt mir zu. Jetzt ist er hin. Kopfschuss. Kopfschuss und weg. Ja. Rückenschuss, auch weg. Machen wir das halt so. Kein Thema, Jungs, ne? Komm, tauch auf. Tauch auf. Ja, jetzt taucht er auf, wo ich nicht... Hoch mit einem... Ey, sag mal, ist das ein Köder oder... Ey, jetzt mach ich den da oben. Löffel. Der auch hin. Kopfschuss. Mal nachladen. So, und jetzt schnappe ich mir das Früchtchen da hinten hinter der Mauer. Los, ran hier. Ey, sag mal. Los! Ey, ich hab den Berg geschossen. Oh. Mensch. Hab ich ihn getroffen? Nee, hab ich nicht. Doch, ich hab ihn getroffen, aber der ist nicht hin. Ey, sag mal, ich habe jetzt nur 3 Schuss hier im Lauf, komm. Ey, sag mal, 1 Schuss noch, los. Wilhelm Tell. Schießt einen Apfel von der Birne. Boah, das kann doch nicht Warzenschwein sein. Ey, das ist doch hier nicht mehr normal. Ja, los, Birne hoch. Ey, das ist doch hier echt nicht mehr normal. Birne hoch. Ey, was ist denn der... Mann! Alter, du bist doch echt... Jetzt, Alter, voll ins Gesicht geballert. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Meine Güte, ey, was ist denn hier nicht koscher? Okay, jetzt kommen die anderen Typen da hinten noch. Ich habe irgendwelche Munition. Ne, Geld habe ich gefunden. Ich schleiche mich jetzt wieder von da hinten an. Ich flankiere die jetzt voll. Wir werden mal sehen, wo mich das hinführt. Nummer 1. Wo seid ihr? Kommt raus. Ach, sie haben mich noch gar nicht entdeckt. Ah, na, warte mal, für euch hat ja noch was gefeinert hier. Und zwar ein paar Annäherungs-USW. Alter, Alter, geil.
Bäm! Habe ich da gleich drei auf einmal mitgenommen? Auch nicht schlecht. Nun gut, geht's weiter. Oh, da sind immer noch ein paar Typen. Das heißt, immer noch ein paar Annäherungs-USV werfen. Wir wissen ja nicht, wo die Typen sind. Ach, die sind da hinten. Gut, dann schleiche ich mich mal hier lang. Guck, guck. Aber wenn die mich jetzt nicht sehen... Leute, euch ist schon... da war wieder ein USV. Euch ist schon klar, dass ich hier ein Scharfschützengewehr habe, ja? Was war das eben, bitteschön? Hier sind da überall Typen. Da ist einer. Den muss ich jetzt ausschalten. Komm, was wolle. Hier bin ich. Oh, ich kann nicht schießen. Jetzt ist er weg. Ich und Scharfschützengewehr, ne? Und tschüss. Hier wird keine Verstärkung gerufen, du Eierbeißer. Und da, die schalte ich jetzt auch noch aus, du Früchtchen. Komm her, tauch auf. Was, Zivilist getötet? Mit was denn? Sag mal. Alter Falter. Ey, an den simpelsten Sachen scheitere ich hier aber echt mal. Na ja, okay, komm hoch. Jetzt habe ich dich aber im Visier, Freundchen. Komm. Ah ja. Da drüben befindet sich auch noch einer. Der will hier Stress haben. Bin ich das? Oder bist du das? So. Irgendwo hier ist noch einer. Ja, da drüben ist schon richtig. Da bist du. Guck, guck. Er sieht mich nicht. Guckt euch das an. Den catch ich mir jetzt. Bam. Zack. Takedown. So, und wie ihr seht, haben wir das komplette Gebiet ausgeschalten. Mit mehr oder weniger Zwischenfällen, aber hey, so ist das nun mal, ne? Und ich unter Scharfschützengewehr, ich glaube, wir werden keine Freunde mehr. Ne, irgendwo sind hier noch Ziele. Ja, da hinten haben wir sie auch schon. Okay. Da ist einer. Nee, für euch. Da halt noch ein paar Splittergranaten. Kommt mal her. Alter Falter, die haben automatische Waffen. Ja, ja, einen haben wir schon mal. Und den zweiten haben wir auch. Jawoll. Okay, mit Granaten habe ich es drauf. Seit Call of Duty. Definitiv. Und Schalttafel Nummer 3. Müssen wir da hinten hin. Da hinten sind welche. Ja, ist ja kein Thema, ne? Wir haben ja noch ein paar schöne Splittergranaten für euch. Pass auf, Digga, Granate! Er wollte gerade hier noch Verstärkung rufen, das kannst du mal sowas von abessen, Junge. Und... Ja? Sag mal, ey, also, was war denn das bitteschön gerade? Du solltest auf den ballern. Los, Kopf hoch. Heb's ihn auf der Glocke.
Also, ist jetzt immer schieße ich hier mit Platzpatronen. Hallo? Ich nehme jetzt hier eine andere Knarre, ist mir voll. Jetzt ist er hin. Ne, die ist mir auch zu blöd. Pump Action, Feuerstoß, halbautomatische Schrot. Wo ist denn die eine? Ne, das ist die auch nicht. Die ist zu blöd. Ich hatte vorher so eine andere geile. Ne, die ist auch blöd. Vollautomatische Schrot, da ist die, okay. Die nehmen wir. Die gefällt mir. Shoot. Okay, hier befinden sich jetzt noch ein paar Löffel. Die Frage ist nur, wie schnell kommen wir da rein? Okay, schon mal zwei ausgeschalten auf einmal. Ich sag ja, der Granatwerfer ist Gold wert. Aber ich habe nur noch einen Schuss. Hier kann ich irgendwas entriegeln. Oh, was ist denn hier? Kann ich hier was hacken? Ah ja, hier hätte ich mich wahrscheinlich verstecken können. Okay. Weiter geht's. Hier ist wieder ein Audio-Log. Ja, verpiss dich, ich nehme auf. Alles klar, los geht's. Mein Vermächtnis. Arax' Vermächtnis. Lucky Quinn bekommt den ganzen Respekt. Wir sind da, Vi! Wir helfen euch, den Lutzer zu kriegen! Oder fliehen sie, da ich keine Munition mehr habe, muss ich leider abhauen, tut mir leid. Aber ein mache ich jetzt hier noch klar. Guck, guck. So, rein in mein schönes Fluchtauto und los geht's. Da geht's los. Da ist was explodiert, Digga. Ja, da ist was explodiert, Digga. Bist du ein Hamburger? Ah, sie verfolgen mich. Ich muss hier weg. Ja, ich muss hier jetzt. Ja. Also ich habe jetzt hinter mir die Polier hochgemacht und hier kann ich noch jemanden neutralisieren. Die habe ich jetzt auch neutralisiert. Und mich gleich mit. So halb. Ja, deine Karre ist im Arsch. Okay, ich habe jetzt hier nur noch zwei Autos an der Backe. Die muss ich irgendwie noch loswerden. Echt, ja? Mach mal. Ja, er steckt aus. So, die haben wir schon mal erledigt. Jetzt sind die hier dran. Kopfschuss. Und den sprengen wir noch. Bam. Haben uns natürlich fast wieder selbst mit hochgejagt, aber hey, whatever. Oh, komm mal her, hier bin ich. Schelle Nummer 1. Gut. Das war's. Das sollte reichen. Ja, wir sind verbunden. Jetzt kannst du einen Blick nach Rossi Fremont werfen. Danke. Ja. Du warst eine große Hilfe. Hey, einem Abenteuer kann ich nicht widerstehen. Dann sind wir also fertig? Nein. Ich fange gerade erst an. Ich muss da rein. Ein paar Antworten finden. Und meine Schwester retten. Und sobald du deine Antworten hast, was dann? Dann finde ich raus, wer dahinter steckt. Und sorge dafür, dass sie bezahlen. Jeder Einzelne, der mit Linas Tod zu tun hat. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Okay, ich sehe dich dann. Ja, Wolli. Ja, das war's auch schon mit der Mission. Nach zwei Fails haben wir es dann doch gut zu Ende gebracht, wie ich finde. Yeah, ein Skillpunkt. Auf jeden. Okay. Na denn, bis zur nächsten Folge. Let's play Watch Dogs.